Hi, ich bin Philipp. Ich wurde eingeladen, für Intrinsic ein paar Gedanken zu Weiterbildung zu formulieren. Ich war schon zu Gast bei Intrinsic. Ich verfolge das Projekt mit großem Interesse. Ich interessiere mich einerseits für Lehrer aus, aber auch für Lehrerweiterbildung, weil ich als Dozent für Fachdidaktik Deutsch an der Uni Zürich da ganz direkt damit zu tun habe und Angebote gestalte. Andererseits unterrichte ich an der Kantonsschule Enge Deutsch und ich bin da natürlich auch wie von der anderen Seite her daran interessiert, wie kann ich mich, wie können sich meine Kolleginnen und Kollegen weiterbilden. Ich denke seit einigen Jahren im Netz über die Möglichkeiten von Schul- und Unterrichtsentwicklung nach, besonders auch im Kontext der Digitalität, die uns alle umgibt. Dieses Video, das nehme ich zum ersten Mal mit auf. Das ist ein recht neues Tool, das aufgekommen ist, um Folien zu zeigen, um Erklärvideos zu machen. Und das zeigt so ein bisschen meine Arbeit, immer wieder was Neues ausprobieren, was testen, was kommt und schauen, was das für Möglichkeiten gibt. Die Frage jetzt auch, wie sollten wir so in einer Zeit, in der wir ganz viele Videokonferenzen machen, können, machen müssen, machen dürfen, machen sollen, diese Formate nutzen. Und ich habe jetzt die Möglichkeit gehabt, ein Video vorher aufzunehmen und das wird euch dann vorgespielt. Leider bin ich jetzt nicht live da. Und da würde es mich dann natürlich auch interessieren, wie das jetzt ankommt, wie das rüberkommt. Jetzt aber zur Weiterbildung. Ich beginne und ende mit einem Bild. Das seht ihr, es ist da oben, seht ihr es. Ja, ich muss noch ein bisschen warm werden. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu weit nach oben. Nee, das geht jetzt. Aber gestern habe ich das ganze Video schon mal aufgenommen und es hat leider keinen Ton gehabt. Und deshalb bin ich jetzt heute noch einmal dran und spreche es noch mal ein. Also, wie gesagt, da oben ist jetzt ein Bild und dieses Bild zeigt für mich so eine ideale Weiterbildungssituation. Was sehen wir? Es sind sehr wahrscheinlich Rettungsschwimmerinnen auf diesem Bild, die sich auf dem Strand versammelt haben, um gemeinsam darüber nachzudenken, was jetzt der nächste Schritt in ihrer, ja, in ihrem professionellen Verhalten ist. Sie haben alle die nötige Ausrüstung dabei. Sie haben diese ja, Floße, mit denen sie sich über Wasser halten können. Sie haben diese Anzüge an, die sie brauchen. Und sie sind aber nicht im Wasser. Sie sind jetzt nicht direkt dran, das zu machen, aber sie sind wohl nur ein paar Schritte vom Wasser weg. Also sie sind auf dem Sand, aber jederzeit, wenn jetzt jemand sagen würde, komm, ich probiere das mal aus oder lass uns mal vorzeigen, dann könnten sie ins Wasser gehen und sich dort anschauen. Was mir auch gefällt an diesem Bild ist, es gibt nicht eine Person, die jetzt zu Ihnen spricht und die irgendwie verstanden hat, wie Rettungsschwimmen funktioniert, sondern Sie stehen in einem Kreis. Alle können sprechen, alle können zuhören, alle können vorzeigen, alle können zuschauen. Es ist eine große Transparenz, eine Gemeinschaftlichkeit da. Und so stelle ich mir eigentlich eine ideale Weiterbildungssituation vor. Wenn ich das kurz zusammenfasse, man ist ganz nah bei der Praxis, aber doch nicht in der Praxis drin. Man tut nicht das, worüber man sich weiterbildet, sondern man denkt gemeinsam darüber nach und man ist gut ausgestattet. Also man hat die Dinge, die man braucht, um zu üben und zu reflektieren, um auch Praxis zu erproben, die hat man dabei, die sind verfügbar. Also was anderes wäre es, wenn jetzt diese RettungsschwimmerInnen, wenn die in einem Klassenzimmer wären, wo man sagen würde, ja, bei bestem Willen, wenn die so angezogen sind, die können nicht ins Wasser springen oder die haben ja ihre Flosse gar nicht dabei, was sollen die überhaupt über den Einsatz von Flosse diskutieren? Die sind ja gar nicht am Strand, aber nee, das sind sie, die sind wirklich so bereit. Was sich für mich jetzt so als erste Frage stellt, ist, ja, braucht es denn überhaupt heute Weiterbildung, wenn es doch so gute autodidaktische Formate gibt? Also wenn ich was herausfinden möchte, wie etwas funktioniert, dann kann ich ins Netz gehen und nicht nur einfach mal googeln, wie etwas funktioniert, sondern ich kann mich ja auf den Plattformen direkt auch mit Leuten vernetzen. Also wenn jemand wissen möchte, wie ich Deutschunterricht vorbereite und wie ich über Deutschunterricht nachdenke, dann kann man
mir auf Twitter folgen, wo ich am aktivsten bin und kann dort sehen, wie ich Ideen entwickle, wie ich mit Kritik umgehe, wie ich auch reflektiere, was ich in meinem Alltag mache. Und die Frage könnte man sich jetzt stellen, ja, weshalb sollten dann DeutschlehrerInnen überhaupt noch ein Weiterbildungsangebot bei mir oder bei anderen belegen, wenn sie doch ganz vieles im Netz tun können? Und ich finde, die Frage ist absolut berechtigt. Ich möchte gar nicht vorschnell beantworten. Ich würde sagen, Autodidaktik ist ganz, ganz wichtig. Was jetzt bei Weiterbildung noch dazu kommt, ist aus meiner Sicht so ein Vernetzungsaspekt. Also zu sehen, erstens, es gibt andere Menschen, die den gleichen Weiterbildungsbedarf haben wie ich. Und andererseits zu merken, es gibt andere Menschen, die wählen so einen leicht anderen Zugang, als ich wähle. Und das sind Punkte, die man jetzt im Netz nur dann machen kann, wenn man so einen bestimmten Persönlichkeitstypus hat. Also ich kann mich recht gut vernetzen mit Menschen im Netz. Ich mag es auch, wenn Dinge halb öffentlich ausgetragen werden. Das funktioniert bei mir recht gut. Das funktioniert nicht bei allen anderen gleich gut. Und trotzdem sollte jetzt ein gutes Weiterbildungsformat diese Autodidaktik nicht überschreiben. Also man sollte nicht sagen, nein, das ist jetzt, braucht es jetzt gar nicht mehr diese Autodidaktik, sondern wahrnehmen, dass vieles autodidaktisch möglich ist und dann punktuell ergänzen, wo man sagen kann, ja, jetzt wäre es gut, das in einer Gruppe zu reflektieren. Oder jetzt braucht es ein bisschen für die Motivation jemand anderen, der das auch angeht und wo man das gemeinsam machen kann. So denke ich, dass das kann ein Weiterbildungsformat leisten oder vielleicht auch mal jemandem die Möglichkeiten geben, blinde Flecken aufzuspüren, zu sagen, woran denkst du jetzt nicht, wenn du dich entwickelst. Diese Austauschformate halte ich für ganz, ganz zentral. Ich habe kürzlich mit Andreas Hoffmann eine Diskussion gehabt. Andreas Hoffmann bietet große Weiterbildungen für Lehrkräfte in Deutschland an, besonders um Umgang mit digitalen Medien, mit digitalen Tools, mit Hardware. Und er ist da ein absoluter Profi, der auch riesige Veranstaltungen stemmt und ganz unterschiedliche Bedürfnisse abdeckt. Und wir hatten so eine kleine Meinungsverschiedenheit zum Punkt, braucht es jetzt Workshops, wie er das nennt, ohne Meta und ohne Mindset. Und meine Meinung ist, ein Workshop, da braucht es immer Meta, da braucht es immer Mindset. Und er fand, nee, es gibt Leute, die brauchen einfach mal eine schlichte Anleitung. So musst du das machen, so musst du ein Tool bedienen. Das sind Möglichkeiten, die dir das eröffnet, weil erst danach Meta und Mindset kommt. Also er ist nicht gegen Meta und Mindset, sondern er würde vielleicht die Reihenfolge etwas anders sehen als ich. Jetzt, wenn ich sage Meta und Mindset, dann könnte man sagen, ja gut, aber weshalb sollen wir immer nur über die Dinge sprechen? Weshalb sollen wir so lange über Haltungen sprechen, wenn es doch einfach Dinge gibt, die man machen könnte? Und was ich sehr gut finde, ist ein Ansatz von Jöran Mus-Meerholz, der kürzlich gesagt hat an Schulen, bei denen er überzeugt ist, dass sie eine gute Qualität haben, würden die Lernenden wie auch die Lehrenden ständig von Arbeiten sprechen. Also die Schülerinnen und Schüler beschreiben das, was sie tun, als Arbeit. Ich arbeite mal ein bisschen weiter. Das bedeutet, dass sie so eine Art Sinn darin sehen, in dem, was sie tun, dass sie eine Vorstellung haben, was sie überhaupt machen, weil sie das als Arbeit bezeichnen. Es ist nicht Abarbeiten von Arbeitsblättern oder etwas Lernen für eine Prüfung. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, ist es, wenn ich arbeite, ist das dann Meta und Mindset, dann denke ich schon ein bisschen. Also, dass ich arbeite, hat damit zu tun, dass ich akzeptiere, dass es jetzt meine Aufgabe ist, die ich erledigen muss und dass ich mir vorstellen kann, für wen das von Nutzen sein könnte, was ich jetzt in dem Moment gerade mache. Und das heißt, die Haltung ist eigentlich schon da. Wenn ich aber in einen Workshop gehe, um erst eine Haltung zu bekommen, dann würde ich sagen, dann nützt der Workshop auch nichts. Also ich muss vor dem Workshop wissen, das ist ein Teil meiner Arbeit. Oder ich muss, bevor ich in eine Weiterbildung gehe, denken, diese Weiterbildung gehört zu mir. Ich weiß, weshalb ich die mache. Und es muss nicht jemand in dieser Weiterbildung mir erklären, weshalb ich das jetzt so machen soll, wie es mir erklärt wird. Und das sieht man hier. Die Leute, die hier sind, die wissen wahrscheinlich, weshalb sie jetzt miteinander
nachdenken, weshalb sie miteinander sprechen. Und niemand sagt ihnen, ey, ich erkläre dir jetzt, weshalb das eine total wichtige Weiterbildung ist, was wir jetzt machen, sondern es gehört zu ihrer Arbeit dazu. Und Meta ist es deshalb, weil die Arbeit an sich ist ja so ein bisschen Hamsterrad. Es beginnt am Morgen, es hört am Abend auf, es ist von Montag bis Freitag, muss ich was machen, ich muss Dinge abarbeiten. Und in der Weiterbildung habe ich Zeit, um einen Schritt zurück zu machen, um von einer gewissen Distanz auf meine Arbeit zu blicken. Also der Workshop ist ja nicht direkt die Arbeit, sondern er ist mit der Arbeit verbunden. Genauso wie diese Menschen auf dem Bild nicht direkt im Wasser sind, sondern sie sind auf dem Sand. Nahe bei der Arbeit, aber trotzdem ein bisschen distanziert. Und aus der Perspektive ist dann Meta in dem Sinne möglich zu überlegen, ja, was mache ich denn überhaupt den ganzen Tag? Warum mache ich das? Könnte ich es auch anders machen? Wenn das mal so als Haltung geklärt ist, dass ich sage, Weiterbildung. Klar, ganz viel machen, ganz viel ausprobieren, vor allem auf die Arbeit sich beziehen, aber immer mit der Frage, aus welcher Haltung erledige ich diese Arbeit und kann ich eine Distanz dazu einnehmen, aus der mir dann gewisse Dinge auch bewusst werden. Die Distanz kann so im Sinne einer Intervision auch darin bestehen, dass ich mit anderen Menschen vielleicht Fälle aus meiner Arbeit bespreche. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesem Qualitätsmanagement-Tool gemacht, wo man so kleine Gruppen bildet, Q-Gruppen heißen die, und dann bringt jemand einen Fall mit aus dem beruflichen Alltag, wo man sagt, ja, ich habe jetzt die Klasse und da hat es jetzt einfach drei Schülerinnen, die sind so ruhig, die beteiligen sich nicht, die rühren sich nicht, die machen immer brav die Hausaufgaben, aber die kommen irgendwie nicht in die Klassen- und Lerngemeinschaft rein, die kommen auch nicht so in eine Art Konversation mit mir. Also das Beispiel ist jetzt frei erfunden, aber das könnte es geben. Und dann sagt man, ja, was könnte ich jetzt da tun? Wie könnte ich jetzt da weitergehen? Und dann ist es nicht, man spricht jetzt nicht direkt mit den drei Schülerinnen, die sind auch nicht da, aber man hat die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was für eine Haltung nehme ich im Unterricht ein und auch wie aus der Vogelperspektive mal drauf zu schauen und zu sehen, was könnte ich anders machen. Wenn wir über Weiterbildung nachdenken, dann ist es so wie mit dem Lernen, dass es sicher Phasen braucht, in denen Präsenzlernen der Gruppe nötig ist. Und dann braucht es individuelles Netzlernen. Das kann man jetzt auch ganz anders bezeichnen. Vielleicht ist es nicht individuell, vielleicht ist es nicht Netzlernen. Das sind mal so lose Begriffe, die ich jetzt hier eingefügt habe. Und ich kann jetzt da nicht drüber schreiben, ich kann da nur so zeigen, aber vielleicht würde ich das alles noch umformulieren. Also man kann sagen, es gibt Präsenzphasen und Phasen außerhalb der Präsenz. Wenn wir es jetzt auf Weiterbildung übertragen, könnte man sagen, ja, das, was jetzt hier gelb ist und individuelles Netzlernen heißt, das ist Weiterarbeit, das ist Ausprobieren in der Praxis, das ist Unterricht, das ist reflektierte Erfahrung. Und das Rote ist die Phase, in der man sich trifft, in der man sich austauscht, in der man intensiv nachdenkt, in dem man versucht, auch Modelle und andere Ansätze zu entwickeln. Also das Gelbe ist so ein bisschen das Hamsterrad des Alltags. Und das Rote ist den Kreis, den man mit anderen Menschen bildet, wo man nicht mehr in diesem Hamsterrad drin ist, wo man jetzt merkt, ich nehme ein bisschen Distanz dazu ein, ich denke darüber nach, ich lerne vielleicht auch Ansätze kennen, die ich jetzt noch gar nicht kenne, was ich jetzt ausprobieren könnte. Und dann geht man zurück in die Praxis, probiert es aus, kommt wieder zusammen, bespricht darüber, was für Erfahrungen man gemacht hat. Und das Ganze ist dann mehrstufig, längerfristig oder vielleicht mittelfristig ausgerichtet. Es ist nicht so, kommen Tag irgendwo hin, dann machen wir Weiterbildung, dann gehst du wieder zurück und es ist, als ob es nie passiert wäre. Dieser Gedanke steht jetzt auch hinter einem Angebot, das ich ganz konkret schon durchgeführt habe. Und zwar sind es Weiterbildungskurse an der Uni, wo ich versucht habe, ein Online-Format zu finden. Und die Idee war eigentlich, dass dieses Online-Format mit der Praxis der Lehrkräfte zusammen eine reflektierte Praxis gibt oder auch eine angewendete Theorie. Also, dass man sagen kann, wenn man über Didaktik, Pädagogik spricht, dass die Theorie immer so gedacht werden muss, dass sie auch zu konkretisierten Anwendungen führt.
und die Praxis immer so gedacht werden muss, dass sie aus einer theoretischen Perspektive auch reflektiert werden kann, dass man nicht einfach sagt, ich mache es so, weil die anderen machen es auch so oder ich habe das immer schon so gemacht oder ich als Schülerin oder Schüler habe das schon so gemacht oder so erlebt, sondern dass man wie sagen kann, nein, es gibt einen Grund, ich mache es so, weil das und das. Und diese Verbindung von Praxis und Theorie, dachte ich mir, das funktioniert ganz gut, wenn die Theorie oder die Reflexion online passiert und die Praxis dann halt nicht online, wenn das eigentlich selbstgewählte Zeitpunkte auch sind. Aber was dann gefehlt hat, ist gerade jetzt dieser rote Punkt hier, das Präsenzlernen in der Gruppe, dass man sich kennenlernt, dass man merkt, ja, ich bin nicht die einzige Person, die jetzt nicht weiß, wie man so ein Lernvideo erstellt oder es gibt auch andere, die können das schon total gut und vielleicht muss ich jetzt gar nicht selber Videos aufzeichnen, sondern ich kann einfach die von Kolleginnen und Kollegen nehmen oder vielleicht auch wir können uns zusammentun und jemand kann ganz gut erklären vor der Kamera und die andere Person kann ganz gut schneiden und ein attraktives Produkt machen und so könnten wir doch zu zweit und so weiter. Solche Ideen fehlen. Wenn das jetzt einfach online ist, das führt so zu einer gewissen Vereinzelung und ich würde jetzt wegkommen von diesem reinen Online-Format. Ich bin auch schon weggekommen. Es gibt immer auch ein Präsenztreffen, mindestens eines, aber eigentlich vorschweben würde mir eine Form, wo man sich alle 2 Monate trifft und dann 2 Monate ausprobiert und dann sich wieder trifft, dass das dieses sich treffen, dass das eigentlich die Weiterbildung ist und dass dazwischen ganz eng und ganz stark auch mit der Weiterbildung verknüpft ist. Jetzt habe ich auch noch etwas Theorie mitgebracht. Ich muss dann schauen, dass man sie an die Praxis anknüpfen kann. Das ist von Harald Jarche. Er ist ein ganz kluger und differenzierter Denker, wenn es um neue Lern- und ja, primär Lernformen geht. Er interessiert sich ganz stark für Working Out Loud und für persönliche Lernnetzwerke. Ich kann es ganz kurz erklären: Working Out Loud bedeutet eigentlich, dass ich meine Arbeit transparent mache, dass ich in meiner Arbeit auch nach außen kommuniziere, das ist das, was ich arbeite. Da gibt es ein Buch dazu und auch eine Methode, man schließt sich so zu Working Out Loud Gruppen zusammen, eine ganz wirksame Form der Weiterbildung, dass Leute das machen, sind sehr begeistert von den Möglichkeiten, die Working Out Loud erschließt. Im Alltag kann es einfach sein, dokumentiert, was ihr macht auf Instagram und lasst die anderen Leute, die vielleicht privat mit euch verbunden sind, teilhaben an dem, was eure Arbeit bedeutet. Das ist ein erster Schritt für Working Out Loud. Es gibt auch andere Schritte, ich fasse es jetzt ganz knapp zusammen. Und wenn ihr das macht, dann ist das Teil eines persönlichen Lernnetzwerks. Und dieses Lernnetzwerk umfasst jetzt verschiedene Gemeinschaften. Das sieht man auf dieser Grafik jetzt hier. Die erste, ich schaue mal, ja, so genau, Workteams. Diese erste Gemeinschaft bedeutet, das sind die Leute, die an eurem Arbeitsplatz auch sind, die mit euch teilen, mit denen ihr euch da trefft. Die wissen ganz genau, was eure Arbeit ist. Die kennen vielleicht eure Klassen, die kennen eure Unterrichtsräume. Das sind, denen müsst ihr nicht erklären, was die Arbeit ist, weil die machen die Arbeit auch. Und das gibt ganz spezifische Beziehungen, also sind Beziehungen, die nah sind und wo man auch weiß, was ist eigentlich unsere Aufgabe. Also in einem Unternehmen würde man sagen, ja, wir müssen Geld verdienen, weil unsere Löhne hängen davon ab, dass dieses Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg hat. Dann gibt es darüber hinaus eine Community of Practice. Die kennt nicht euren Arbeitsplatz, aber die wissen, wie eure Arbeit funktioniert. Also das wären jetzt alle LehrerInnen zusammen, bilden eine Community of Practice und eine engere bilden, sagen wir, die Lehrkräfte an Primarschulen. Und eine weitere bilden einfach alle, die etwas unterrichten. Und die wissen zum Beispiel, dass wenn man etwas erklärt, dann ist es noch nicht gelernt. Also das ist etwas, was alle Lehrenden irgendwie wissen und was ihnen reflexiv zugänglich ist. Oder die wissen auch, dass
unterrichtsfreie Zeit keine Ferien sind oder keine Freizeit, sondern dass nicht nur der Unterricht Arbeit ist, sondern auch ganz vieles neben dem Unterricht. Das muss man solchen Leuten nicht erklären. Jemand, der nicht in dieser Community of Practice ist, würde vielleicht sagen, ja, ihr habt so viel Semesterferien, Unterricht, so viele Ferien und so weiter. Das ist ein toller Job. Das würde niemand aus der Community of Practice sagen. Das ist eine zweite Ebene. Und jetzt die letzte Ebene, mal schauen, ob ich so weit erreichen kann. Ja, das sieht man es gar nicht mehr. Ihr seht, ich bin am Ausprobieren beim Tool. Social Networks ganz oben. Das ist das, was jetzt bei Instagram passiert. Also, wenn ihr das dort postet, also sagt zum Beispiel, jeden Tag mache ich so ein bisschen mein Tageshighlight. Also, ich mache jeden Tag, was steht auf meiner Wandtafel. Zum Beispiel, das ist Working Out Loud. Jeden Tag so ein Bild auf Instagram. Dann habt ihr Leute, die mit euch den Arbeitsplatz teilen, die vielleicht so Insider-Witze machen und sagen, na, hast du wieder vergessen, die Tafel zu putzen oder sowas, wo etwas passiert. Ihr habt Leute aus der Community of Practice, die vielleicht ganz fachkundig sich mit dem Tafelbild auseinandersetzen können. Und dann habt ihr auch Menschen aus sozialen Netzwerken, die was ganz anderes arbeiten und vielleicht eine Frage stellen, an die ihr gar nicht gedacht habt. Also zum Beispiel, wie groß muss man eigentlich auf eine Wandtafel schreiben? Oder hältst du die Kreide so wie ein Stift oder hältst du die anders oder was auch immer man fragen könnte, so dass man merkt, okay, das ist vielleicht durchaus anschlussfähig, da kann ich was mitnehmen aus einer Perspektive, an die ich jetzt gar nicht gedacht hätte. Und das passiert bei mir immer wieder, wenn ich im Netz Dinge diskutiere, dass ich merke, aus einer anderen Praxis, also wenn wir beispielsweise über Schreiben nachdenken an der Schule und ich merke, Menschen aus dem Journalismus, die haben eine ganz bestimmte Vorstellung von Schreibprozessen, die sehr lehrreich ist für schulische Schreibprozesse, wo man sagen kann, ja, ich kann wirklich davon profitieren, auch wenn es nicht genau dasselbe ist. Aber weil das eben sehr divers und viel breiter ist, passiert dann das, was Jarche mit Prompting Innovation beschreibt. Wenn ich nur im Workteam bleibe, dann ist die Tendenz dazu da, so im eigenen Saft zu kochen und immer wieder das zu machen, was man schon gemacht hat. Wenn man aber über Communities und Practice und soziale Netzwerke heraus vernetzt ist, dann jetzt ist mir gerade etwas in den Sinn gekommen, dass ich das Video nämlich spiegeln könnte, dann hätte ich das Problem nicht mehr, ob ich jetzt hierhin zeige oder dahin. Aber ich komme zurück. Also wenn man sich über diese verschiedenen Ebenen wirklich vernetzen kann, dann kann man sich weiterbilden. Also weiterbilden bedeutet, sich auf jeder dieser Ebenen zu bewegen und nicht einfach zu sagen, ja, ich bleibe jetzt an meinem Arbeitsplatz oder ich bleibe in meiner Community of Practice, sondern es kann hilfreich sein, wie die Blasen, die verschiedenen Blasen, die es gibt, zu verlassen. Und das, was Jarche jetzt noch beschreibt, das ist, wie je weiter unten man ist, desto stärker ist das Ganze strukturiert und hierarchisch. Also am Arbeitsplatz gibt es meistens Leute, die irgendwie befehlen können oder die Anordnungen treffen können. Und in sozialen Netzwerken gibt es die nicht. Es ist viel informeller, es ist viel stärker ein Netzwerken, das ist außerhalb von Hierarchien. Genauso gibt es, je weiter links man ist, desto stärker werden ganz konkrete Ziele, die nennt Jarche Goals, verfolgt. Also man weiß, ich will jetzt einfach die Korrekturen abschließen und dass die Eltern zufrieden sind mit den Noten, die ich gegeben habe. Das ist jetzt mein konkretes Ziel. Während Opportunities etwas ist, wohin man sich entwickeln könnte, zum Beispiel könnte ich auf die Idee kommen, einen Unterricht zu gestalten, in dem es gar keine Noten mehr braucht. Diese Opportunity hilft mir jetzt nicht, das Goal zu erreichen, weil die Eltern sind nicht zufrieden, wenn ich ihnen sage, ja, stellen Sie sich mal eine Schule vor ohne Noten, weil die Schule ist jetzt einfach noch nicht da. Aber trotzdem ist es vielleicht eine Chance für meinen Beruf und für meine persönliche Weiterentwicklung, über so etwas nachzudenken. Komme zum Schluss noch einmal auf das Bild zurück. Was wir hier sehen, ist sehr wahrscheinlich eine Community of Practice, dass wir denken, die sind alle RettungsschwimmerInnen, die wissen, was der Beruf bedeutet und die sich jetzt so weiterbilden, indem sie sich untereinander austauschen. Aber vielleicht wäre es denkbar, dass jemand von einer Feuerwehr vorbeikäme, vielleicht von der Polizei, vielleicht jemand, der mit körperlich behinderten Menschen zusammenarbeitet und ihnen erklärt, was man jetzt bei der Rettung
solche Menschen beachten müsste. Vielleicht kommt jemand vorbei, der so gewisse akustische Prozesse erklärt und sagt, wann man Lautsignale gut hört und wann nicht so. Vielleicht kommt jemand vorbei, der meteorologisches Wissen hat und das mit dieser Gruppe bespricht. Also aus dieser Community of Practice auszubrechen, kann ganz viele Chancen und Möglichkeiten für Weiterbildung auch enthalten. Aber grundsätzlich sucht euch einen Ort, wo es Sand hat. Sucht euch Menschen, die mit euch zusammen so einen Kreis bilden wollt und nehmt euren Neoprenanzug und eure Flosse mit und dann wird das ein guter Weiterbildungsanlass. Ich danke sehr fürs Zuhören und freue mich, wenn etwas zu mir zurückkommt. Ich habe schon gesagt, dass man mich auf Twitter findet, man findet mich auch auf LinkedIn, man findet mich auf Facebook und man findet mich auf Instagram. Ich heiße Philipp Wampfler. So heißen nicht so viele Menschen. Ich habe keine Google-Gänger, also man findet mich, wenn mich da sucht. Danke und tschüss.